die Menschheit, sie tun immer eben mit dem menschlichen Auge, Ohren, Verstand wollen sie immer den Glauben erfassen. Und das geht nun mal nicht. Sondern es muss von der Liebe zu Gott, aus dem Herzen muss es kommen. Dann werden die eine ganz andere Religion finden. Das heißt, Religion schmeckt mir auch nicht ganz. Aber was Gott ja, der Heiland ja, den Aposteln übergeben hat, was man Wort für Wort in der Heiligen Schrift lesen kann. Aber wenn ich natürlich nur mit Menschenverstand die Heilige Schrift lese, dann werde ich nur menschlich verstehen. Aber ein Gott hat das geredet, Jesus. Also brauche ich den Heiligen Geist, dass ich Göttliches verstehen kann. Und er wartet darauf, dass man ihn ruft. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich und Liebe. Ich sehe es in der Amtskirche nicht. Ich sehe es bei der traditionellen Kirche nicht mehr, wenn ihr. Es ist einfach, dass die Zeremonien genau eingehalten werden. Dass man ja, man Gottes Willen, der gibt ja Handkommunion. Aber sie sind zufrieden, wenn sie stehend Mundkommunion bekommen. Vor Gott. Es ist Gott und vor Gott beugt sich jedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Auch Heilige Schrift. Und da kommen sie, ja, die Heilige Schrift ist von den Pfaffen ummodelliert worden. Kann nicht sein, noch denn. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also wo sind sie? Noch in der Heiligen Schrift. Aber es gibt Schriften, die eben nicht gültig sind. Zeugen Jehovas und so weiter. Wir haben eine andere Bibel und noch andere solche. Und die, wo die richtige Bibel haben, die übersetzen es wieder mal. Hier oben anstatt hier, mit dem Heiligen Geist. Es ist interessant, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dass im Herzen noch eine fünfte Kammer existiert. Und noch nie sei einfach bei den Wissenschaftlern einfach üblich, dass man da nie hineingeht. Hier ist ein etwas, wo sie noch nicht erforschen konnten. Der Sitz des Heiligen Geistes. Ah ja, wegen Herzverpflanzung. Ich werde immer gefragt, was ist denn los, wenn jetzt das Herz genommen wird und dem anderen gegeben? Hat dann der die Seele vom anderen? Wenn der stirbt, dem das Herz genommen wird, auf grausame Weise, dann geht auch die Seele mit dem Sterbenden hoch. Also, der andere bekommt es nicht. Vielleicht bekommt irgendwie ein Charakterding. Vielleicht mag er dann keine Tomaten mehr. Oder er ist vielleicht ein bisschen jähzorniger, als dass er vorher war. Charakterding kann er vielleicht übergeben. Aber ich sage noch einmal: Wenn einer gehirntot ist, dann ist er noch nicht tot. Erst wenn das Herz aufhört zu schlagen. Denn dann geht die Seele hinaus, vorher ist sie drin. Du tötest also, die Ärzte töten die Menschen. Müssen sie dann verantworten.